Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich ein Video für euch, in dem ich euch wieder ganz tolle Neuheiten zeigen und reviewen möchte. Es sind wirklich diesmal so coole Neuheiten dabei, ich freue mich richtig, sie euch zu zeigen. Aber ich wollte euch außerdem noch kurz erzählen, dass ich für den YouTube-Channel der GlowCon ein Video gedreht habe, das jetzt seit Freitag online ist. Und da geht es um den perfekten Lidstrich oder den perfekten Eyeliner-Auftrag. Und da ihr mich ja tatsächlich sehr oft auch danach fragt, dachte ich, hilft es vielleicht einigen auch von euch. Ich verlinke euch das Video mal in der Infobox. Und dann gibt es hier auch noch meine Videofrage an euch. Da brauche ich auch eure Hilfe, denn ich möchte eure Favoriten im Bereich Beauty testen und für alle dann eben mal reviewen und euch sagen, was ich davon so halte. Und bevor wir noch viel weiter hier drum herum reden, würde ich sagen, starten wir direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir starten mal mit einer Neuheit von Catrice und zwar aus dem neuen Catrice Sortiments Update. Das ist dieser Concealer, der hier oben dieses Schwämmchen hat zum Auftragen. Ich habe euch ja vor ein paar Tagen bereits das komplette Sortiments-Update auch nochmal auf Instagram gezeigt und euch damit ja auch einen Look geschminkt. Den Concealer habe ich dafür auch verwendet und ich fand den wirklich richtig gut. Also das ist zwar ein Schwämmchen, was viele ja nicht so hygienisch finden und ich persönlich weiß auch noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Es ist ein ganz tolles Ergebnis damit geworden. Ich habe jetzt den Farbton 005 für mich ausgewählt. Der ist etwas heller als meine natürliche Hautfarbe. Aber das soll man ja bei Concealern auch so machen, damit er eben auch die Möglichkeit hat, so dunkle Schatten abzudecken. Ich finde, der ist super mit der Haut verschmolzen. Also es sah richtig natürlich aus. Der ist bei mir auch überhaupt nicht in die Falten gekrochen. Also der ist auch richtig fest an Ort und Stelle geblieben. Und den fand ich bis jetzt wirklich super. Des Weiteren habe ich auch von Catrice hier neue Nagellacke getestet, beziehungsweise habe ich die Farbe 02 getestet. Auch die konntet ihr bei Instagram bereits sehen. Die trage ich auch immer noch hier auf meinen Nägeln. Ich habe den jetzt seit drei Tagen, glaube ich, drauf. Und ich habe den jetzt nicht nochmal neu lackiert, um euch einfach mal zu zeigen, wie der jetzt nach 3 Tagen aussieht. Also ihr seht, oben ist der schon leicht abgesplittert, aber ich finde, es ist wirklich noch voll im Rahmen. Das sind ja jetzt Nagellacke, die aus 70% natürlichen Inhaltsstoffen bestehen und außerdem noch Granatapfelöl zum Beispiel enthalten. Man soll sie auch eigentlich 2-mal auftragen, steht hier oben. Ich habe hier wirklich nur eine Schicht drauf. Die hat schon super gedeckt, also ich brauchte wirklich keine zweite Schicht. Ich habe halt gedacht, dass vielleicht mit 2 Schichten das Ganze noch länger haltbar wird, aber dadurch, dass ich bis jetzt auch vollkommen zufrieden bin mit der Haltbarkeit, brauche ich, glaube ich, einfach wirklich nur eine Schicht. Ich finde diese dunklere Farbe, die 05, noch sehr interessant und auch die sehr helle Farbe, die 01. Damit komme ich jetzt zu Neuheiten von Ava & May. Das ist eine Marke, die ihr vielleicht schon von mir kennt, denn die habe ich euch mal vor ein paar Monaten schon gezeigt, weil ich mir da etwas bestellt hatte. Die Marke stellt zum Beispiel Duftkerzen her, die sehr bekannt sind, hat jetzt aber auch 2 neue Seifen auf den Markt gebracht. Also Seifen hatten die schon im Sortiment. Das sind jetzt allerdings 2 neue Geruchsrichtungen. Das ist einmal die Bahamas Geruchsrichtung. Wie gesagt, die kennt ihr vielleicht schon von mir, jetzt nicht die Seife, aber die Geruchsrichtung, da ich mir die damals als Kerze bestellt hatte. Riecht sehr, sehr frisch. Da ist ein leichter Duft von Kokos drin, riecht deshalb auch ein bisschen tropisch, finde ich, ein bisschen süßlich. Also es ist eine coole Mischung und der Duft ist auch recht stark und lange wahrnehmbar, was ich persönlich ja wirklich mag. Und die andere Seife ist eine Limited Edition. Das ist jetzt eine Seife, die wirklich sehr frisch riecht. Riecht ein bisschen fast nach so einem Sportduschgel. Aber hat auch trotzdem noch eine Note mit drin, die sehr elegant und etwas schwerer riecht. Außerdem habe ich mir aber auch noch die beiden neuen Massagekerzen bestellt von Ava & May. Und die sehen zum einen richtig toll aus. Ich zeige es euch mal. So sieht das Ganze aus. Ein tolles Design und riecht so gut. Die Kerzen bestehen übrigens alle aus Sojawachs und sind auch handgefertigt. Die Deckel hier sind Echtholz, also sehr nachhaltig auch hergestellt. Diese Massagekerze ist jetzt aber eben was Besonderes, dadurch, dass sie als Duftkerze benutzt werden kann. Wenn man sie auspustet, dann kann man das flüssige Wachs aber tatsächlich nehmen, um sich damit zu massieren. Es ist nämlich ein ganz schönes, leichtes, aber auch sehr reichhaltiges Öl, was man sich dann wirklich auf die Haut geben kann. Ich habe das wirklich davor noch nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob es davor schon mal sowas gab. Das ist jetzt hier die Geruchsrichtung Indien. Die finde ich toll. Riecht richtig schön nach Vanille, also es ist ein sehr süßlicher Duft.
aber hat auch so eine ganz leichte rauchige Note noch mit drin, dass es nicht so super stechend ist, sondern einfach ein super angenehmer Duft zum Massieren auch. Trifft genau meine Geschmacksnerven oder meine Geruchsnerven. Die andere Massagekerze heißt Japan und die wiederum riecht auch gut, also muss ich auch sagen, hat so aber eine sehr blumige Note. Also riecht nicht so süßlich, ist auch so ein typischer Wellness-Duft, würde ich fast sagen. Die Massagekerzen sind leider gerade ausverkauft, aber sie sollen gleich wieder reinkommen. Ich habe tatsächlich für euch einen Rabattcode bekommen und diesmal auch einen richtig guten 35% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Also ich glaube, so einen hohen Rabattcode hatte ich noch nie. Verlinke euch alles in der Infobox natürlich. Und ich mache weiter mit einer nächsten richtig krassen Neuheit. Das ist nämlich eine komplett neue Kollektion von Pure Lay, die wirklich auch gerade jetzt erst, wenn das Video online kommt, gelauncht wird. Ich darf schon die neuen Schmuckstücke tragen. Also hier seht ihr zum einen die Ohrringe zum Beispiel aus der Kollektion. Die Kollektion wurde zusammen mit Dee Kim von Instagram, vielleicht kennt ihr sie, das ist eine Mama-Bloggerin, entwickelt. Zu dieser Kollektion sind eben zum einen diese schönen Ohrringe erhältlich. Dann gibt's, ich hoffe, ihr seht sie, hier passend die Kette auch dazu. Also das ist alles in so einem Sonnenmuster gehalten. Ich habe mir jetzt die Kollektion natürlich in Silber bestellt. Die besteht komplett aus Edelstahl, also verfärbt auch überhaupt nicht. Man kann damit duschen gehen, man kann damit Sport machen, man kann damit schlafen. Wirklich, bei mir ist der Schmuck zum Glück noch nicht einmal angelaufen. Ist richtig qualitativ hochwertig. Gibt es aber auch in Gold und in Roségold zu kaufen. Was aber noch ein kleines Highlight aus dieser Kollektion ist, sind diese Sternzeichenketten. Es gibt für jedes Sternzeichen eine Kette zu kaufen. Ich bin zwar Sternzeichen Steinbock, trage jetzt hier gerade die Widder-Sternzeichenkette, denn meine Mama ist Widder und ich verbinde mit ihr wirklich sehr viel. Bin einfach sehr dankbar für sie, deshalb habe ich hier ihre Kette sozusagen um den Hals. Aber ich habe natürlich auch meine Kette als Sternzeichen, also mein Sternzeichen als Kette, so, das ist nämlich Steinbock. Als Steinbock soll ich übrigens diszipliniert, verantwortungsbewusst und eine Führerpersönlichkeit sein. Führerpersönlichkeit klingt blöd. Eine Führungsperson vielleicht oder irgendwie so. Also ich finde, es passt zum Teil wirklich gut. Diszipliniert bin ich tatsächlich sehr. Also gerade was Lernen und so Arbeit, Ehrgeiz angeht. Und auch verantwortungsbewusst würde ich unterschreiben. Eine Führungspersönlichkeit bin ich irgendwie nicht, würde ich eigentlich sagen. Ich soll zum Beispiel auch ein großer Beziehungsmensch sein und dadurch, dass Willi und ich ja beide Steinbock sind und wir auch schon in einer wirklich jahrelangen Beziehung sind, passt das irgendwie auch sehr gut. Ich habe leider keinen Rabattcode für euch, aber ich verlinke euch natürlich die Kollektion in der Infobox. Dadurch, dass die gerade erst gelauncht worden ist, die Kollektion, seid ihr jetzt mit die Ersten hoffentlich. Außerdem habe ich von Kneipp ein Creme-Öl-Peeling, ein neues, getestet. Ich kannte bisher nur diese weiße Version davon. Die habe ich jetzt hier im Kneipp Online-Shop entdeckt. Und zwar ist das das Creme-Öl-Peeling mit Mandelmilch und Mandelöl aus der, ich glaube, Blüten, nee, Hautzartreihe. Diese Packung hier soll eigentlich nur für eine Anwendung ausreichen. Ich habe die jetzt schon einmal angewendet und habe ungefähr noch die Hälfte drin. Also ich finde, dadurch, dass das Produkt wirklich super reichhaltig ist, braucht man nicht viel davon. Das ist ein Peeling, was aus Zuckerkristallen besteht. Der Duft ist sehr angenehm. Also das ist so ein ganz blumiger Duft irgendwie, finde ich, obwohl der ja auch nach Mandel riechen soll. Mandel rieche ich aber tatsächlich eher weniger raus. Das Peeling funktioniert ganz gut. Also die Peeling-Wirkung, finde ich, die kann man gut wahrnehmen. Die Körner sind etwas grobkörniger. Das Produkt ist, wie gesagt, super reichhaltig und ich finde, es ist noch viel reichhaltiger als das die weiße Version davon. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl, dadurch, dass die Haut super ölig wird. Aber man hat eben eigentlich nicht so unbedingt das Gefühl, dass man sich reinigt, sondern eher wirklich, dass man sich pflegt. Vielleicht macht es eher Sinn, erst Duschgel zu benutzen und dann das Peeling aufzutragen, weil hier auch so viel Pflege drin ist, dass ihr danach auf gar keinen Fall mehr Bodylotion braucht. Also so ging es mir. Ich habe jetzt normale Haut. Auch von Catrice neu ist ja diese Lidschattenpalette. Die ist wirklich der Hammer. Also ich zeige sie euch hier nochmal. Ich finde, die sieht so toll aus. Die hat so tolle Farben. Es sind natürlich sehr rosige Farben. Die gleiche Palette gibt es aber auch nochmal mit
hauptsächlich Braun- und Goldtönen. Ich blende euch das Bild einfach nochmal zum Look mit den Catrice-Produkten hier ein. Da seht ihr nämlich, dass ich das Augen-Make-up, wie gesagt, mit dieser Palette geschminkt habe. Ich finde, die Farben sind richtig gut pigmentiert gewesen. Da war ich tatsächlich sehr erstaunt, weil die Palette natürlich nicht unbedingt hochpreisig ist, also im Vergleich zu anderen. Die Schimmerfarben sind schon etwas buttriger, also schön weich und deshalb auch stark pigmentiert. Die matten Töne sind etwas leichter, sage ich mal, von der Konsistenz her, etwas pudriger, aber sie sind alle sehr stark pigmentiert und lassen sich tatsächlich super gut verblenden. Des Weiteren habe ich zwei neue Lippenstifte aus dem Catrice Update getestet. Das sind jetzt die neuen Satin Lippenstifte. Ich habe jetzt hier einmal die Farbe 010. Das ist eine wirklich sehr helle Farbe. Ich habe mir die gar nicht so hell vorgestellt, beziehungsweise habe ich gedacht, die wirkt etwas bräunlicher. Sie hat aber noch so einen sehr rosigen Ton oder so eine rosige Note mit drin. Und die andere Farbe, die trage ich auch jetzt noch auf meinen Lippen, das ist die Farbe 040. Die wiederum hat genau dasselbe Phänomen. Ich finde, die sieht recht bräunlich aus, so in der Verpackung, wirkt aber auf den Lippen doch auch noch mal um einiges bäriger, pinkiger. Die werden so leicht matt auf den Lippen, obwohl sie natürlich auch nicht so matt werden wie wirklich matte Lippenstifte. Aber sie sind eben auch nicht so glossig, glänzend. Von der Haltbarkeit her vollkommen in Ordnung für einen Lippenstift. Die Farbauswahl hätte für mich noch ein bisschen anders sein können. Oh ja, Leute, ich muss euch ja noch was Krasses zeigen. Vielleicht habt ihr das auch schon auf Instagram gesehen. Ich habe von Sueva diese krassen Face Powder, Multi-Use Face Powder, zugeschickt bekommen. Wie krass sieht das bitte aus? Das sind, wie gesagt, Face Powder, die man einmal für den ganzen Körper, fürs ganze Gesicht nutzen kann, also als Puder. Man kann sie natürlich aber auch auf den Augen benutzen. Man kann diese Produkte als Highlighter benutzen. Wie gesagt, sie sind multifunktional. Die Produkte kommen allerdings erst am 24. Februar raus. Die Farbe habe ich nicht angerührt. Die werde ich nämlich an euch tatsächlich verschenken. Aber diese Farbe habe ich schon getestet. Das ist so ein Goldton. Da seht ihr, wie schön der pigmentiert ist. Also wow. Den werde ich auch nochmal auf den Augen auftragen. Und dann hat Sueva auch endlich noch den Concealer zu meiner Lieblingsfoundation rausgebracht. Ihr wisst ja vielleicht, dass das hier schon seit einiger Zeit meine Lieblingsfoundation ist. Und der Concealer dazu ist jetzt eben der passende. Also ich habe jetzt hier beides mal die 09. Den Concealer hätte ich theoretisch auch in einer helleren Nuance natürlich wählen können. Zum Concealer kann ich nur sagen, dass der mir genau wie die Foundation so gut gefällt, dadurch, dass die Produkte super natürlich mit der Haut einfach verschmelzen und super natürlich dann auch auf der Haut wirken. Beide Produkte haben nicht so einen krassen Maskeneffekt. Der Concealer ist mir allerdings am Anfang, als ich das nicht gleich mit Puder gesettet habe, ein bisschen in die Fältchen gekrochen. Aber insgesamt kann ich nur sagen, finde ich, sind sehr schöne, tolle, natürliche Produkte. So, und damit kommen wir noch zu zwei neuen Produkten von Catrice. Das sind jetzt die BB Creams. Ich muss sagen, habe ich euch auch auf Instagram schon gesagt, dass die BB Cream hier für die hellen Hauttypen diesmal wirklich heller ist. Sie dunkelt nach, also wie eigentlich alle BB Creams, die ich so kenne. Aber ich finde trotzdem, dass es für helle Hauttypen diesmal wirklich geeignet ist. Im Vergleich zu der Essence BB Cream, muss ich sagen, konnte mich die jetzt noch nicht ganz so überzeugen wie eben die von Essence. Obwohl ich die am Anfang ja auch nicht so gut fand, aber mit der Zeit dann immer besser, weil die einfach meine Haut schön mattiert hat und auch richtig schön auf der Haut geblieben ist, also nicht verrutscht ist, auch wenn man geschwitzt hat. Die war natürlich auch wasserfest. Die hier ist jetzt übrigens auch vegan und besteht auch zu 99% aus natürlichen Inhaltsstoffen. Wenn man doll schwitzt, wird die Creme mit Sicherheit verlaufen. Aber so finde ich, ist es wirklich ein gutes Produkt. Ja, und wenn ihr jetzt noch ganz fleißig dran geblieben seid, dann habe ich wieder eine kleine Überraschung für euch. Denn ich habe euch hier wieder zwei Beauty-Pakete zusammengepackt. Da ist zum Beispiel das neue Produkt von Sueva drin und auch ganz viele andere Produkte. Und in diesem Beauty-Paket könnt ihr auch ganz viele unterschiedliche Produkte gewinnen. Auch hier ist ein Produkt von Sueva drin, eine Lidschattenpalette, ein Produkt von Mermaid and Me, von Pixie ist was dabei. Alle anderen Produkte, die ich euch jetzt im Video gezeigt habe, findet ihr nicht da drin. Also wenn euch davon was interessiert, schaut wie gesagt in die Infobox, dort ist alles verlinkt. Und wenn ihr eins dieser beiden
Beauty-Pakete gewinnen möchtet, dann solltet ihr natürlich ein Abonnent meines Channels sein. Ihr solltet dem Video einen Daumen nach oben geben und ihr solltet mir einfach nochmal euer Sternzeichen als Hashtag in die Kommentare schreiben, dass ich weiß, wie gesagt, dass ihr das Gewinnspiel gesehen habt und mitmachen möchtet. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.